So, hallo. Zickzack PvP. Was spiele ich denn jetzt hier? Spiele ich gerade Team Survival Games? Das wollte ich nicht mal. Warte, was für ein. Warte, welche Farbe bin ich? Ich bin. Mit Killuminati, ja, das passt ja. Und gleich ein Eisenschwert. Mega komisch gerade alles. Egal. Willkommen, Leute. Zu einer weiteren Runde Survival Games. Mit mir, dem Zickzack. PvP. Ey, ich muss mir echt diesen Account kaufen. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass den schon einer gekauft hat. Das ist natürlich dann auch doof. Aber. Ach so, und noch dieser andere Typ da oben ist auch noch bei mir im Team. Das passt ja dann perfekt. Weil das sind jetzt die Team Survival Games. Man darf ja jetzt in diesen Spielmodus Team, logischerweise, wie es der Name schon sagt. Und in den normalen halt nicht. Das zählt da, denke ich mal, auch dann für Quick Survival Games. Würde halt natürlich Sinn machen. Und. Zick! Zack! Und. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut, die Idee. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu. Wie ihr dazu steht. Aber. Ist eigentlich perfekt. Also. Ich finde es eigentlich gut gelöst dann. Weil. Teaming ist halt, ja, es ist schon eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf. Und ihr merkt, dass ich hier sehr gute Erfahrungen auf dieser Map habe, egal. Ist auch egal, das Gameplay soll eigentlich auch nur hinter. Was hintergründig? Nee, eigentlich soll nur nebenläufig sein. Zu dem, was ich euch erzählen wollte. Zwar habe ich letztens einen Kommentar von jemandem gelesen. Der war wahrscheinlich zum ersten oder zweiten Mal auf unserem Kanal und hat sowas geschrieben wie, dass er sich halt gewundert hat, wie wir mit 4000 Abonnenten hier YouTuber-Rank haben auf dem Server. Und natürlich ist es, kann man ihm das auch nicht verdingsen, dass er sich halt wundert, weil es ja schon ein bisschen komisch. Aber es wissen halt auch nicht viele, dass wir halt einen YouTube-Channel auch davor hatten, der diese 10.000 Abonnenten-Marke, die für Gomme ja benötigt wird, geknackt hat. Ja, das haben wir ja geschafft. Ist jetzt nicht so, dass wir uns das irgendwie illegal, keine Ahnung wie, ermogelt haben. Nee, so ist es ja nicht. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich finde, diese Diskussion. Die gab es ja auch, als wir den neuen Kanal dann gemacht haben, von wegen, ja, werdet ihr dann die ganzen YouTuber-Ranks behalten und so weiter. Da haben auch viele geschrieben, nein, werden sie nicht, das wird ihnen weggenommen und so weiter. Ich finde, die Diskussion an sich, ja, ist halt, ich weiß nicht, was ich dazu genau sagen soll, weil wir haben es doch eigentlich so gesehen geschafft. Ist ja nicht so, dass dieser Kanal nicht existiert, dass dieses, weiß nicht, dieses, diese Stufe, die wir erreicht haben, sozusagen, diese Abonnentenzahl, nenne ich jetzt mal so Stufe, ist ja nicht so, als wenn wir das jetzt deswegen jetzt revidiert würde, ja. Also es ist ja trotzdem noch so, dass wir eigentlich 10k plus haben. Natürlich jetzt nicht auf dem Kanal, aber das Ziel ist es ja eigentlich, auf dem Kanal das zu schaffen. Ich würde es verstehen, dass man uns den YouTuber-Ranking wegnehmen könnte, wenn wir jetzt quitten würden, sagen, ich mache gar nichts mehr und so weiter, aber ist ja nicht. Sonst würdet ihr jetzt, ja, sonst würden wir jetzt nicht das Video hochladen. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Und es ist halt die Sache. Natürlich könnte man uns den jetzt wegnehmen, ich weiß es ja auch nicht. Aber bis jetzt sieht's ja, bis jetzt haben wir ihn die ganze Zeit behalten. Und wenn uns der weggenommen wird, dann juckt es mich dann auch nicht so wirklich. Weil, ganz ehrlich, mein Ziel ist es auch nochmal, die fünfstelligen Zahlen jetzt hier auf dem Kanal zu knacken. Und ich hoffe mal, dass wir das auch schaffen. Ich finde, das klingt jetzt auch nicht irgendwie so von wegen. Keine Ahnung, du bist ja so keine Über, du schätzt dich ja so über und so weiter, aber man muss sich doch seine Ziele setzen, sonst macht es ja auch alles keinen Sinn, finde ich. Ja. Das wollte ich nur mal so sagen, also falls du dich jetzt immer noch wunderst und das Video jetzt vielleicht zufälligerweise siehst, dann weißt du jetzt Bescheid. Wir hatten einen Kanal davor, von dem stammt noch dieser YouTuber-Rank. Also es ist alles legal, also es gibt ja auch irgendwie. So Sachen, dass ja irgendwelche Leute sich zu einem anderen YouTube-Kanal, sage ich mal, so hinstellen, als wenn, wie bei mir und Patrick das halt ist, dass die da halt mitmachen.
und dann sozusagen sich dahin mogeln. So, ich hab jetzt echt keinen Bock da, dass der mit dem Bo da rumspammt. Okay, komisch. Okay, 2v2 jetzt. Ich denke mal, ich werde bestimmt noch eine zweite Runde hinten ranhängen. Da die jetzt hier vielleicht ein bisschen kurz ist. Aber das war die, so die Sache, die ich ansprechen wollte. Ne? Ihr habt schon mitgekriegt. In letzter Zeit ist mir auch dann aufgefallen, da habt ihr auch ganz recht, finde ich. Ich habe ein bisschen zu ernste Themen manchmal angesprochen und deswegen jetzt immer über so ein deepes Zeug zu reden, ist dann auch übertrieben. Deswegen wollte ich das mal sagen, weil es mich doch schon, ja, das ist halt mir dann auch wichtig, dass ihr das so mitkriegt. Aber natürlich wäre es natürlich sehr hart, wenn es dann auf MCPP uns weggenommen wird, nachdem, ich will nicht übertreiben, aber wir haben schon ziemlich viel für den Server, vor allem im deutschen Bereich, sag ich mal, getan. Und uns dann sozusagen darzustellen, als hätten wir nie was dafür gemacht. Wäre dann auch übertrieben. Ja, verreckt man noch am Kaktus. Und da haben wir gewonnen. Ja, Team Survival Games wollte ich gar nicht spielen. Aber, ja, ist jetzt halt trotzdem so gekommen. Ich würde sagen, wir hängen gleich nochmal eine hinten dran. Und, ja, dann sehen wir uns gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe gerade gesehen, so wie jedes Mal, also nicht jedes Mal, aber vorhin war es auch schon, also nicht vorhin, also in dem letzten Part oder so, habe ich auch die erste Runde hatte ich meinen Pegel auf 100 und das ist nicht so toll, weil man dann echt zu viel hört. Aber jetzt egal, ich glaube, mir sind ein paar Leute nachgejoint, weil ich echt zu lange AFK vor dem Schild stand. Aber ja, juckt mich jetzt eh nicht so. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt meinen Pegel noch auf 100, würde die Hunde so laut hören, weil mein Fenster wieder offen ist. Ich hoffe, ihr seid alle tierlieb. Nicht so wie AWMC. Alles aus den Impf geklaut, ja, das nennt man Pickpocket. Oh mein Gott. Also das mit dem Hund, das kann echt noch nervig werden, sage ich. Genauso nervig könnte es auch werden, wenn ich jetzt mal hier. Komm, gib mir mal ein Eisenschwert aus der Kiste. Okay, nehme ich auch. Mir sah das jetzt gerade verdächtig nach einem Team aus. Ich möchte ja nicht zu voreilig sein. Was ja auch so eine Sache ist, dass ja immer viele sehr voreilig behaupten, dass hier irgendjemand teamt. Ne? Wenn manchmal auch einfach viele Leute auf einer Stelle sind, geht nicht immer direkt davon aus, dass die teamen. Also manchmal, man kann sich ja nicht in Luft auflösen, sag ich mal. Es ist natürlich noch ab und zu dabei, dass hier welche teamen. Also wenn ihr halt was seht und irgendwie im Gomme-Forum aktiv seid oder so und seht, dass jetzt vielleicht die geteamt haben, ich muss mir dann auch mal in Ruhe angucken. Dann könnt ihr die gerne reporten. Wie, ich weiß auch nicht. Sah jetzt auch wieder verdächtig aus. Aber ich glaube nicht, dass sie teamen. Oder? Jetzt würde er ihm nicht. Naja, man läuft einem auch so hinterher. Wenn man teamt, ne? Okay, egal. Juckt mich eh nicht, teamen oder nicht. Ich werde sie jetzt bald killen. BZW. Tryn. Denn wer nicht versucht, der lernt auch nicht. Ja, das war die Sache, die ich auch sagen wollte. Nein, doch, die kämpfen, alles cool. Man sollte halt nicht so voreilig damit sein, ob einer teamt oder nicht. Weil, das habe ich gerade schon alles erzählt, ne? Ich bin auch so ein Held, ne? Jetzt war ich kurz Brain AFK.
ich doch alles schon gesagt. Ich habe ihn auf dem Dach gesehen. Ich habe einen Stick weggeworfen, das werde ich noch bereuen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. So, wie komme ich jetzt da hoch, ne? Wie ihr euch denken könnt, habe ich richtig gute Map-Erfahrung hier. Schön gezickzackt. Ne, ich kenne die Maps wirklich nicht. Also, ich muss mir echt mal vielleicht so eine Map ausgucken, wo ich mir so eine Route angucke von irgendeinem so YouTuber-Typen oder so. Und dann laufe ich die auch immer und mache viel mehr Kills oder so. Aber ist ja auch langweilig, weil mit meiner Noobigkeit in den Maps wird es ja dann auch vielleicht interessanter. So, soll ich jetzt die Dia-Axt nehmen, ja, oder? Ist besser. Soweit ich das weiß. Gut, wie viel leben noch? Fünf andere. Steinschwert lasse ich mir noch lieber da. Ja, die Dia-Axt ist halt immer so eine Sache. Ich habe halt vor Äxten immer so, ja, bin ich mal noch so kritisch. Weil manchmal musst du halt wirklich Block hitten, aber dann mache ich einfach den hier. Fuck, dann mache ich nicht den, dann mache ich einfach den hier. Der Monk-Trick. Es geht aber auch nur bei mir, weil ich so ein, kennt ihr vielleicht aus meiner alten Room-Tour. Ich habe einen relativ kleinen Bildschirm. Und da ist genau der Mauscruiser. Sonst ist der hier oben so. Also das seht ihr nicht. Aber ich, wenn ich halt das seht ihr, dass ich es ausgewählt habe, automatisch, wenn ich E drücke, ist mein mittlerer Mauscruiser darauf. Das ist auch der Grund, warum ich so oft, sag ich mal, Bowl-Doppelklick mache bei SuperVP. Weil sich das halt bei mir so optimal anbietet. Dass ich halt, zack, E. Dann halt, wenn ich die Bowls auf 2 habe, E2 Doppelklick. Und dann habe ich halt die ganzen Bowls weg. Und das ist natürlich eine super Variante, wenn du halt wie ich oft Switch refillst, also Zahn refillst. So ein bisschen. Weiß Bescheid. Dann hast du halt immer viele Bowls im Inventar und deswegen mache ich das. Natürlich ist Quick Drop viel effizienter. Mache ich auch gerne. Also mache ich ja auch sonst normalerweise. Nur manchmal bin ich ein bisschen confused und dann mache ich einfach alles durcheinander. So, keine Ahnung. 7 Rüstungspunkte. Dia-Axt ist jetzt nicht so das Optimale, ne? So, erstmal abwarten. Der da hat ein enchantetes Dingsschwert. Aber geht auf den anderen. Komm, kämpft ihr beide und dann kämpfen wir. Aber am liebsten würde ich mein Steinschwert enchanten. Ist wie so ein Idiot, ey. Nein, Schack. Fuck, Schack. Er hat GG, oder? Ja, egal, ich lade es jetzt einfach hoch. Juckt mich jetzt nicht so, ob ich jetzt am Ende gewonnen habe oder nicht. Hätte er mich ganz gerne noch voll regeneriert. Aber egal, wenn es euch gefallen hat, Freunde, ich freue mich über jede positive Bewertung. Vor allem bei Spielmodus wie diesen hier, die nicht so lange laufen. Das zeigt mir halt sozusagen, ob ihr das noch sehen wollt. So, ich sehe auch, dass ihr Ender Games nicht so sehr feiert wie Survival Games. Und dass Survival Games echt nah an HG rankommt. Und ich kann euch sagen, wenn Dojo 2.5 jetzt draußen ist, dann werde ich auch wieder aktiv Dojo spielen. Nur jetzt lohnt sich das im Moment noch nicht, weil warum jetzt das Stück vom Kuchen zeigen, wenn bald die Torte kommt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also bis dahin, haut rein und ciao.